Euer Schiff hisst die Segel und bei Sonnenaufgang seid ihr schon unterwegs und segelt über die Wellen. Die Überquerung des Schwertmeeres verläuft ohne Zwischenfälle und innerhalb kürzester Zeit erreicht ihr die offene See. Endlose Tage vergehen, doch das Meer ohne Spuren macht seinem Namen alle Ehre und erstreckt sich in schier endloser Weite vor euch. Trotz des stetigen, gleichmäßigen Windes ist die See ruhig. Das vom Menders gecharterte Handelsschiff ist beeindruckend, doch diese Besatzung ist es nicht gewohnt, sich so weit ab von den normalen Handelsrouten zu bewegen. Die Abergläubischen unter ihnen sprechen von einem großen Wasserfall, der sich am Rande von Feronitz nichts stürzt. Von einem geheimen Elfenvolk, das allen den Untergang bringt, die sich zu nah heranwagen, und von Schildkröten, die so groß sind wie Inseln und ganze Schiffe verschlingen. Derlei Seemannsgaben beunruhigt die Matrosen noch zusätzlich und die Stimmung auf dem Schiff schlägt langsam um. Die Anspannung wird immer größer und Gerüchte über eine Meuterei lassen euch an eurem Vorhaben zweifeln. So hat es auch sein Gutes, als eines jeden Aufmerksamkeit bald auf eine wirkliche Gefahr gelenkt wird. Der Sturm beginnt ohne Vorwarnung, der trifft euch mit solcher Gewalt, dass man Absicht dahinter vermuten könnte. Heftige Winde lassen euer Schiff wie einen Korken auf den Wellen tanzen. Die Matrosen tun ihr Bestes, das Schiff über Wasser zu halten. Doch letztendlich sind ihre heldenhaften Bemühungen vergeblich. Als der Hauptmast fällt und in Stücke zersplittert, wisst ihr, dass das Schiff verloren ist. Der Schiffsrumpf bricht auseinander und gerade in diesem Moment erblickt ihr etwas in der Ferne. Ein Lichtschein in der Dunkelheit der Nacht. Ihr verlasst das sinkende Schiff und greift nach einem Wrackteil, um euch über Wasser zu halten. Unter euch, unter der Last eurer schweren Ausrüstung, beginnt ihr zu schwimmen. Ihr bewegt euch in Richtung des Lichts in der Hoffnung, dass es sich nicht um eine Luftspiegelung oder eine andere Täuschung der Sinne handelt. Am nächsten Morgen erwacht ihr mit dem Mund voller Sand. Ihr seid durchnässt bis auf die Knochen und erschöpft. Euer Körper macht euch schmerzhaft bewusst, dass ihr noch am Leben seid. Einige Überreste eures Schiffes treiben im Wasser und sind nur als Brennholz zu gebrauchen. Von der Besatzung ist niemand zu sehen, aber dort scheinen Fußspuren im Sand zu sein. Ja, wir sind wieder auf einer Insel gestrandet. Da ist unser Schiffswrack und da ist ein Mädchen. Ja? Was hat das Mädchen zu sagen? Hallo, ihr riecht sonderbar. Seid ihr hierher geschwommen? Ja, lass mich, Kind. Ich habe keine Zeit, mit dir zu sprechen. Hallo, Kind, du bist sehr mutig, mit Fremden zu sprechen, die am Strand angespült wurden. Was, wenn wir eine Gefahr sind? Ja, Kind, ich bin hier hereingeschwommen. Unser Schiff ist gesunken und wir brauchen Schutz. Okay, ich glaube euch. Ich sehe nicht viele, die hier reinschwimmen. Manche treiben auf dem Wasser, aber sie wachen nicht auf. Die Fische sind gemein und die Klippen verletzen die Schiffshäuser. Ihr habt Glück gehabt. Riecht aber trotzdem komisch. Vielleicht bleibt und gehört ihr dazu? Dazu gehören? Zu wem, Kleine? Du bist nicht alleine hier. Vielleicht werde ich bleiben und die Herrschaft übernehmen. Dieser Ort sieht ziemlich verlassen und primitiv aus. Vielleicht sollte ich bleiben, doch ich bezweifle, dass du oder jemand anderes mir einen anderen Ratschlag geben könnte. Geh zur Seite. Also nehmen wir das erste dazugehören. Allein? Natürlich nicht, Dummerchen. Da ist meine Mami, mein Papi, mein Bruder auch. Wir haben auch noch Nachbarn. Das Dorf ist sehr nett. Manchmal ist es langweilig, aber ich mag es. Die Seen in diesem Gebiet ist zügig. Wie kommt es, dass du hier lebst? Ich habe keine Schiffe in der Nähe gesehen. Eine wunderbare Geschichte, Kind, aber ich muss jetzt gehen. Vielleicht werden wir uns später wieder treffen. Ich bin es leid, mit dir zu sprechen. Lass mich in Frieden. Nehmen wir mal wieder das erste. Mami sagt, die Urgroßmutter kam hierher auf einem Schiffshaus wie eurem. Da ist irgendwas passiert und sie mussten schwimmen. Sonst hätten die Fische sie erwischt. Das Schiffshaus ist hier irgendwo, glaube ich. Wir dürfen da nicht hingehen. Das wird vielleicht das Schiff von Baldoran sein, von dem wir gehört haben. Wenn wir auch wirklich auf dieser Insel gelandet sind, von der dieser Mentors erzählt hat. Du scheinst dich erschrocken, mich zu sehen. Wie oft kommen Fremde hierher? Sehr interessant, ich muss jetzt gehen, doch vielleicht treffen wir uns später wieder. Ich habe keine Lust mehr, deine Stimme zu hören. Geh weiter. Du scheinst nicht besonders erschrocken zu sein. Nicht sehr oft und sie wollen nicht immer Freunde werden. Das jedenfalls sagt Mama. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht dazugehört.
bis ich euch getroffen habe. Ihr riecht immer noch komisch, aber ihr jagt mir keinen Schrecken ein, nicht wie die Bestien. Bestien, wovon sprichst du? Ich habe unsere Haltung genossen, doch jetzt sollte ich mich auf den Weg ins Innere der Insel machen. Ich habe keine Lust, diese Unterhaltung fortzusetzen. Geh weiter, mach schon. Die Bestien, wovon sprichst du? Die Bestien sind furchteinflößend. Manchmal sehen sie aus wie wir, aber dann ändern sie ihre Gestalt und werden gemein. Mami sagt, sie sind nichts als Tiere, aber die anderen Tiere hassen uns nicht so sehr. Vielleicht werdet ihr uns helfen. Vielleicht, aber ich sollte deine Leute treffen und herausfinden, was vor sich geht. Vielleicht werde ich das tun, was für mich dabei herausspringt. Unwahrscheinlich, ich riskiere doch meinen Kopf nicht für Fremde. Vielleicht, aber ich sollte deine Leute treffen. Ja, geht ihr zum Dorf und sprecht mit der Freundin von meiner Mama, mit Kaishas. Sie ist die Anführerin, während unser Anführer weg ist. Keine Ahnung, wo er hin ist, aber er ist nicht da und ihr solltet mit Kaishas sprechen. Ich muss jetzt gehen, aber vielleicht sehen wir uns später. Vielleicht bin ich auch zu beschäftigt mit Spielen. Wir werden sehen. Tschüss. Der gelehrte Mendas hat für uns ein Boot gemietet und eine Abschrift der Seekarte für die Reise angefertigt. Er wartet im Hafen von Ulgotspirt auf uns. Ja, das ist immer noch dieselbe Seekarte eigentlich. Gut, wir sind also auf einer Insel gestrandet mit komischen Mädchen. Nichts leichter als das. Also Mädchen, die komisch sprechen. Und das Erste, was wir wohl machen müssen, ist diese Kaishas finden. Weil wahrscheinlich werden die anderen Dorfbewohner nicht mit uns reden, solange wir nicht mit der gesprochen haben. Luda zum Beispiel. Ihr seid anders. Ja, wir sind von außerhalb. Ihr müsst auch schiffsbrüchige Leute sein. Bitte geht und sprecht mit Kaishas Garn. Ja, das wird uns hier jeder sagen. Wir müssen erst mit Kaishas reden. Also sehen wir uns erst einmal ein bisschen hier um. Oh, hier sind Blumenfelder. Und da scheint eine Mauer zu sein. Wahrscheinlich die Dorfmauer. Also wenn, das ist natürlich verständlich, wie das Mädchen gesagt hat, die werden hier vom Bestien bedroht. Da ist es vielleicht besser. Oh, wer bist ihr du? Ihr seid anders. Ihr gehört nicht dazu. Bitte, ich darf nicht mit euch sprechen. Ihr müsst mit der Anführerin sprechen. Okay. So, oh, die haben hier ziemlich dicke Masten. Haben sie die Masten von Schiffen gerettet? Könnte auch was an... Nee, das sind keine Schiffsmasten, oder? Nee, eher nicht. Doch, das könnten die Quermasten sein von Schiffen. Also nicht der Hauptmast selber, der von oben nach unten geht, sondern das, was quer geht. Weil hier nach außen in beide Richtungen wird es schmäler und hier sind so Eisenringe. Das könnte gut möglich sein. Okay, hier ist schon mal der Eingang. Das ist eine ziemlich solide Mauer, auch wenn sie aussieht, als ob sie aus Baumrinde geflochten ist. Aber hier ist eine Steinmauer. Okay. Jetzt, wo finden wir diese Kaishas? Dann seid willkommen. Fremde, wie ist es möglich? Ihr müsst mit Kaishas sprechen. Okay, alle wollen, dass wir mit Kaishas reden. Die wird wahrscheinlich in einem dieser Häuser hier sein. Wahrscheinlich in dem hier. Nein, das ist ein Schlafraum. Okay. Ist hier vielleicht was Interessantes irgendwo? Ja, doch, hier auf der Bank liegt ein Jadering. Okay. Ja, wenn wir schon hier auf einer fremden Insel sind, dann soll sich das auch lohnen für uns. Und so wie die Bewohner hier aussehen, können sie wahrscheinlich nicht mehr viel mit einem Jadering anfangen. Unter meiner Würde. Ich meine, wem sollen sie den verkaufen? Ich glaube nicht mal, dass es hier wirklich Händler gibt. Dann wahrscheinlich in diesem Haus hier, hä? Ja, das hier müsst. Die sieht wichtig aus. Nichts leichter als. Reden wir erstmal mit ihr. Dazu. Hallo, ihr, die ihr nicht gehört hierher. Ich grüße euch und frage euch, was euch bringt hierher. Wir sind Fremdgegenüber misstrauisch und manche wird euer Kommen in Angst versetzen. Bitte zerstreut meine Bedenken, dass ihr gekommen seid hierher, um Unheil zu stiften. Merkt ihr etwas? Die spricht genauso komisch wie Mendas.
Wir wollen euch nicht zu Leide tun. Unser Schiff ist gekentert und wir wurden an die Ufer eurer Insel gespült. Was hier weh, geht nur mich etwas an. Es ist schon schlimm genug, dass wir vor dieser Insel im Niemandsland unser Schiff verloren haben. An euch bin ich überhaupt nicht interessiert. Ich bin aus einem anderen Grund hier und ich habe euch nur gestört, weil wir hier gestrandet sind. Nehmen wir das Erste, das klingt am nettesten. Dann seid ihr wie wir, denn unser Anfang war wie eurer. Ganz tolle Aussage. Dies ist schon lang unser Heim, jedoch nicht schon immer. Die Mütter unserer Urgroßmütter kamen von weit her, doch sie reisten hierher und die Tiefe verschluckte ihr Schiff. Verfluchte Klippen dort unten haben schärfere Zähne als wir. Die reden echt seltsam, die Leute hier. Die Mütter unserer Urgroßmütter. Euer Schiff ist gesunken? Wie lange ist das her? Ich suche nach einem alten Schiffswrack. Ein Schiffswrack? Danach suche ich. Wo ich in dieser jämmerlichen kleinen Stadt habt ihr es versteckt? Nein, das Erste klingt freundlicher. Ist dem so? Woher wisst von diesem Ort? Seit langen Zeiten wir leben ungestört, aber ihr wisst von unserem Schiffswrack? Ein Handelsschiff segelte während eines Sturms nahe daran vorbei und sah es. Es trägt die Zeichen von Balduran, einem Helden, der vor ungefähr 300 Jahren spurlos verschwand. Ein Mann namens Menders hat mich angeheuert, ihn zu finden. Sein Akzent ist eurem recht ähnlich. Während eines Sturms segelte ein Schiff hier nahe vorbei, konnte jedoch nicht anlanden. Sie sahen ein altes Schiffswrack, jedoch kein Anzeichen von euch oder irgendjemand anderem. Wir sind hier, um Näheres herauszufinden und vielleicht auch etwas aus dem Wrack zu retten. Ich wusste es nicht, aber ich bin immer auf der Suche nach Strandgut. Nehmen wir mal das Erste und sprechen Sie auch mal auf Menders an. Menders? Den Namen kenne ich nicht. Ich hatte gehofft, einer von unserer Sippe hat verlassen unser Heim vor einiger Zeit und ich dachte, er hätte euch vielleicht gesandt. Ich kenne auch Balduran nicht. Er war nicht einer unserer Gründer, er hat nie zu uns gehört. Das Schiffswrack habe ich gesehen schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich weiß, wo es ist. Habt ihr versucht, es zu reparieren? Vielleicht können wir es verwenden, um uns zu retten. Gibt es eine andere Möglichkeit, von dieser Insel wegzukommen? Wir sitzen hier genauso auf dem Trockenen wie ihr. Kann man es reparieren? Zu reparieren ist nicht mehr. Es ist schon ewig her seit Landung und Freiheit. Unser Wrack damals war schon ein Skelett und wird Jahre nicht so gut überstanden haben wie wir. Ich war jedoch schon lange nicht mehr dort. Ja, das wird wahrscheinlich wirklich schon modrig sein, das Schiff, und nicht mehr schwimmen. Wohl eher sinken, wenn man es ins Wasser zurückbringt. Warum wart ihr schon lange nicht mehr bei dem Wrack? So gehen dorthin ist gefährlich. Auf Insel gehen Bestien um. Unsere Mauer dient zum Schutz und wir kämpfen bis aufs Letzte. Das Dorf ist Zufluchtsort, doch die Insel ist wild. Dort sind jene, die nicht dazugehören. Sie bedeuten den Tod für uns und wir für sie. Gibt es keine andere Möglichkeit, von der Insel wegzukommen? Eine Möglichkeit, die Bestien zu umgehen? Es gibt einen Weg. Wir haben begonnen zu bauen ein Schiffshaus. Schließlich, wenn wir Mauer und Dorf bauen können, können wir auch ein Gefährt bauen, das uns hier wegbringt. Den ersten der Mütter ging es nur ums Überleben. Doch jetzt möchten wir weg. Die Bestien verursachen uns Ärger ohne Ende. Das Schiffshaus konnten wir nicht auf dieser Seite der Insel bauen, wegen Klippen und Riffe. Unter dem Wasser. Auf der anderen Seite der Insel ist es ruhig, doch dort leben die Bestien. Wir haben mit allem gekämpft, was wir haben, doch wir wünschen uns ein friedliches Leben. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Wenn ihr tötet die Bestien, wir wären alle frei und können fort. Ich glaube, ihr habt Karten für das Meer. Wenn wir das Schiffshaus fertigstellen, könnten wir alle gerettet werden. Vielleicht können wir euch helfen, doch was springt für uns dabei raus? Was würdet ihr zahlen? Ich stimme von ganzem Herzen zu. Ich werde die Bestien beseitigen und uns alle retten. Ich muss wissen, von welchen Bestien ihr sprecht. Gegen was müssen wir kämpfen? Daran möchte ich keinen Anteil haben. Tut mir leid, aber ich werde euch nicht helfen. Na, die Frage ist unnötig, weil wir wollen auch von dieser Insel runter. Ich muss wissen, von welchen Bestien ihr sprecht. Diese Bestien? Sie böse und töten uns auf den ersten Blick. Wir haben sie ferngehalten und so sehr als Menschen geliebt, wie wir konnten. Ihr seid doch Menschen, oder? Sie sind Tiere und leben wie Wölfe oder Aasfresser. Sie sind Igelheringe, wir verabscheuen sie. Das war sehr informativ, aber um was für Kreaturen handelt es sich genau? Wolfsgleich, aber nicht Wolf. Menschgleich, aber nicht Mensch. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie man sie kann nennen. Ich kenne zwei Bezeichnungen. Also das, so wie das klingt, sie sind teilweise Wolf, teilweise Mensch. Also was sind es wohl? Lykanthropen, auch Werwölfe genannt. Wir sind also auf einer Werwolfsinsel gelandet. Sehr schön.
Alles, was wir wissen, ist, dass sie wie wir sind, doch sie gehören nicht zu uns. Seid ihr auch Werwölfe etwa? Genug, auf jeden Fall trotzdem, wir müssen gucken, dass wir einen Weg hier wegfinden. Wenn sie wirklich Werwölfe sind und wir das herausfinden, dann werden wir natürlich auch uns um sie kümmern müssen. Aber jetzt sagen wir erstmal, genug der Worte, ich werde mich sofort um sie kümmern. Wunderbar, ihr werdet uns helfen und wir werden euch helfen. Zusammen wir werden diese Insel verlassen und unsere Kinder in die Welt hinausführen. Ihr werdet sehen, dass euch die Tore offen stehen. Bitte schließt die Feste hinter euch und wir werden Wache halten, während ihr sucht. Sie auch haben einen Anführer, die Bestien. Wenn sie heulen seinen Namen, es sich anhört wie Karuk. Aber richtig verstehen, man kann das nicht. Ich habe mich bereit erklärt, Kaishas Garn zu helfen, die Insel von den Monstern zu befreien, die das Dorf wohl schon seit Jahren tyrannisieren. Sie befindet sich hinter der Dorfmauer und sie sagt, dass ihr Anführer Karuk heißt. Es ist wohl mehr, Wolf als Mensch, meinte sie. Was? Nichts leichter als das. Zuhause. Ihr seid hier Eindringlinge. Warte, ihr Erfolg. Also erst einmal haben wir doch schon mit dir gesprochen und wir wollen euch helfen, also nichts mit Eindringlingen. War die erfolgreich? Sind die Bestien schon gefallen? Ich habe noch nicht alle von ihnen getötet. Ich werde es weiter versuchen. Bitte tut das. Wir müssen uns befreien von diesem Ort. Es war unser Zuhause, doch jetzt wir wollen uns zuwenden neuen Wäldern. Okay, die redet echt komisch. Ja. Wer bist du? Ihr nicht gehören dazu. Ich rieche den Außenstehenden in euch. Bleibt mir vom Leib. Sprecht mit Kaishas. Sie mag sprechen mit Leuten wie euch. Ich jedoch nicht. Okay, der ist schon mal nicht so freundlich. Gut, dann können wir uns hier mal umschauen, ob irgendwas Wertvolles hier ist. Weil wenn wir ihr schon helfen, dann brauchen wir auch Hilfe von ihr. Zum Beispiel in Form eines Heldentrankes. Gut. Gut.